Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Saboteur. Wir sollen immer noch zu Resistant. Du bist. Blablabla? Ich hab doch gerade einen von euch gekillt. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? So, okay, danke. Oh, scheiße. Nope! Okay. Oh, das sieht toll aus. Wow, das sieht so aus, als wäre es nur dafür gemacht, damit ich hier sterben kann. Alter. Nein. Ah, da können wir es. Ah, okay, das macht. Ach du. Nicht schießen, ihr Idioten! Ich bin's, Devlin! Scheiße! Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Jetzt spring mal rüber, komm. Ja! Du bist toll, du bist der Beste, Sean. Danke. Das ist geil! Holy Motherfuckers! Kann ich mich fallen lassen? Ja, ne? Oder? Ja. Sean, hier oben! Ach, wirklich? Ja. Oh Gott, war das knapp. Ach. On est à court de munitions. Dann seht zu, dass jeder Schuss ins Schwarze trifft. Aha. Ich helfe euch auch sofort. Ich muss hier nur eben hoch. Okay. Wow, die Klettersequenz war. Ah. Ach. Und zum Bell geführt. Veronique, deine Eltern. Nicht jetzt. Ihr Wissens. Seien Sie vernünftig. Sie wollen nur Sie und das Mädchen. Die anderen können. Du hast die längste Zeitgeschäfte gemacht, du Verräter. Dios mio. Sie müssen mit dem Leibhaftigen im Bunde sein, Ihre. Andernfalls müssen Sie längst tot sein. Frag ihn doch, wenn du ihn siehst. Also schön, Ihre. Wir sehen uns in der Halle. Du hast voll die kranken Augen, mein Freund. Du! Konzentrieren Sie sich auf den Haupttrupp! Ich sehe euch in der Hölle. Das glaube ich auch. Aber ich gehe nicht in die Hölle, denn ich bin schon. Ich überlebe so ein Kugelhagel problemlos. Stirbst du jetzt auch mal? Alter! Danke. Und noch der eine Terrortrupp-Typ. Oh, wir haben nicht mehr viel Munition. Okay. Nein. Ach du Scheiße. Oh. Lüg. Nein. Oh. Wie schön, Terrortruppsoldaten, dafür sind doch die hier. Wie gemacht. Hey, das ging mit der Schrotflinte ziemlich gut für meinen Geschmack. Es hat keinen Sinn. Du kannst ihn nicht rechtzeitig befreien. Los, nehmen Sie die anderen mit und versiegeln Sie den Durchgang. Au revoir, Luc. Wir werden Sie nie vergessen. Sie und was Sie für dieses Land getan haben. Ich will nicht die Knarre. Wozu habe ich denn meine tollen Knarren? Haben Sie den Verstand verloren? Sie wissen, was passiert, wenn die mich lebend schnappen. Sie haben Dirkas Methoden doch erlebt. Am Ende werde ich Ihnen alles sagen. Das dürfen Sie nicht zulassen. Oh, fuck it. Ich kann das nicht. Oh, Scheiße. Das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Die Deutschen sehen das genauso.
Das war unser Lüg. Oh, fuck it. Das war Lüg, ja. Das trifft es. Danke für deine Spielrolle. Du warst ein sehr interessanter Charakter und hast die Resistance sehr gut angeführt. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, wir kommen raus. Schön. Das... Deine Katze hat nur 9 Leben. Du bist schon weit über dein Limit. Hey, dann ist es ja gut, dass Sie hier sind. Sie interessieren uns nicht. Wo ist Kessler? Auf dem Weg nach Deutschland, schätze ich. Oh, verdammter Mist. Die ganze Operation geht gerade den Bach runter. Bischof wird ausrasten. Wir hätten den Bastard umlegen sollen, als wir die Chance hatten. Das machen Sie immer, was? Wirres Zeug zu reden. Sie und ich, wir stehen kurz vor Geschäftsabschluss, Devlin. Sorry, Mann. Ich stehe nur auf Frauen. Das reicht. Ich melde mich, wenn wir wissen, wo die Kesslers sind. Sieh zu, dass du einsatzbereit bist. Die Katakomben sind verloren. Wir können nie wieder dorthin zurück. Ich kann nicht sagen, dass mich das stört. Wo willst du hin? Es ist viel passiert. Ich muss allein sein. Ich werde dich finden. Was ist los mit diesen komischen... Ah. Oh. Ganz im Ernst. Ich hab keine Ahnung, was mit denen los ist. Mit diesen... Toneinstellung, irgendwas geht echt nicht in Ordnung. Und wo bitte können wir hier zum Waffenhändler? Wo ist der Typ? Neue effektive Waffen wurden nach Paris gebracht. Schön. Und wir können ein optionales Rennen fahren. Mhm. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, ich speichere an dieser Stelle. Ungefähr so. Und, wir sehen uns gleich wieder und ich nehme jetzt erstmal mein Abo-Special auf. Tihihi. Tschö, tschö. So, hallo und willkommen zurück. Wie ihr seht, befinden wir uns kurz vor dem Rennen. Ich habe etwas andere Waffen dabei, weil ich ja jetzt gerade mein Abo-Special aufgenommen habe. Und scheiß, was ist denn hier los? Momentchen, was ist das für ein Auto, was da steht? Das möchte ich mal eben wissen. Alter. Ne, dann nehmen wir den Aurora, weil der Aurora, der hat Nitro. Ne? Hm. Ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen anders ausgestattet, aber ich denke, das sollte uns nicht stören. Soll ich jetzt zu dir hingehen, oder was? Check mal aus. Da. Ah, der Ire. Ich habe sie letztes Jahr in Saarbrücken gesehen. Hätten beinahe Dirker geschlagen. Ich habe den Mistkerl geschlagen. Und ich könnte es wieder. Ihr Kampfgeist gefällt mir, Ire. Allerdings ist das hier keine schicke Grand Prix-Strecke. Hier geht's über Land. Ein hartes Rennen für harte Kerle. Dann bin ich hier goldrichtig. Freut mich zu hören. Wir fahren hier um Schmuggelgut. Schaffen Sie Ihre Karre zum Start. Von uns aus kann's losgehen. Ja, von uns aus auch. Finde ein Rennen, an dem du teilnehmen kannst. Fahre zur Startlinie. Ich verstehe das immer noch nicht. Finde ein Rennen, an dem du teilnehmen kannst. Sehr sinnig. So, hier vorne ist die Startlinie. Und wir fahren mal wieder ein Rennen. So, und mit Hilfe von Nitro fahren wir uns fast am Platz 1, drängen die hier so ein bisschen ab und sind auf Platz 1. Sehr schön. Ja, mein Abo-Special liegt hinter mir und jetzt geht's wieder weiter mit Dawn of War mit Saboteur-Mission. In diesem Fall jetzt ein Rennen. Das Spiel neigt sich, wie ich schon erwähnt habe, dem Ende zu. Ich glaube aber, dass das trotzdem ein sehr schönes Projekt war, wenn es denn mal zu Ende ist. Da gibt's von mir dann natürlich auch noch ein paar abschließende Worte. So, gib mal ein bisschen Gummi hier. Ansonsten kann ich noch sagen, wir haben gerade mitten in der Schulzeit. Ich habe 4 Freistunden, bin dafür nach Hause gekommen und nehme jetzt für euch ein bisschen Saboteur auf. Heute Abend steht wieder ein Dawn of War Match an. Es werden immer mehr. Wir sind inzwischen, glaube ich, 7 Leute, die insgesamt spielen könnten. Das ist relativ viel, aber das freut mich. Ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen werde. Ansonsten müsst ihr halt auf den Kanälen von Cybermath, der Unnahbare und Surreal LP und wer auch immer noch aufnimmt, vorbeischauen, da wird das sicherlich dann hochgeladen.
Ja, genau. Ich habe jetzt in letzter Zeit Space Marine ein bisschen weitergespielt. Heute gibt es keine neuen Abonnenten, obwohl wir, glaube ich, schon 104 Abonnenten haben. Aber die wird es dann in anderen Teilen mal geben. Dazu könnte ich noch erwähnen... Genau, ich wurde angeschrieben, dass... ich glaube, es war... Shadowwalker? Ich weiß gerade nicht, wer es war. Irgendjemand hat geschrieben, dass er sich freut, dass ich jeden neuen Abonnenten grüße und dass er mir dafür einen Daumen hoch geben will. Das mache ich wirklich. Also ich habe inzwischen eine Taktik entwickelt, mit der ich eigentlich sicherstellen kann, dass ich keinen neuen Abonnenten vergesse. Und irgendwie ist das Rennen nicht so schwer. Ich bekomme eigentlich ganz gut durch gerade. Das überrascht mich selbst. Ihr kennt ja meine Fahrkünste. Und werde nicht verkackst gleich, weil ich es jetzt gesagt habe. So, letzte Runde. 5 von 5, jawohl, letzte Runde. Die Leute, die viele Kommentare schreiben, nenne ich immer mal wieder. Aber ansonsten versuche ich halt wirklich, neue Abonnenten komplett zu erwähnen. Ich habe mir was überlegt für zukünftige Let's Play-Teile. Und zwar werde ich einzelne Let's Play-Teile einzelnen Leuten widmen. Und damit möchte ich heute anfangen. Ich möchte diesen Teil einem Kollegen von mir widmen. Ein recht früher Abonnent von mir, dem besonders die Saboteur-Teile ganz gut gefallen. Deswegen hoffe ich mal, dass der das mitbekommt. Oh, Mission ist zu Ende. Erfolg, wir kriegen 300 Schmuggelgut und eine Vergünstigung. Und... Uah, Hilfe. Escape für Details. Silberklaue in der Garage freischalten. Wir haben Silberklaue 2. Schön. Dann können wir uns ja jetzt zu Skylar aufmachen. Ich glaube, ich lasse euch jetzt sogar mal... Oh. Ja, komm, da springen wir mal eben hoch. Fuck it, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Fuck it. Oh. Darf ich nicht? Komm mal zu mir hier. Ja, komm. Oh. Oh, oh, oh. Und zwar, dieser jemand, den ich heute nennen möchte, das ist Surreal LP. Falls du das siehst... Scheiße. Eins. Schießt du hin? Bist doch doof. Oh, eine Rakete. Oh, eine Raketenstation sind wir hier. Wuhu, schön. Wir sind Alarm 2? Alarm 1 sind wir noch, okay. Ja, dieser Part ist Surreal LP gewidmet. Das ist, wie der Name schon sagt, auch ein Let's Player. Ein ziemlich guter Let's Player, meiner Meinung nach. Let's Played verschiedenste Spiele, unter anderem macht er auch mit bei dem Dawn of War Projekt. Hier liegt noch der Korpus von dieser Rakete rum. Guckt euch mal seinen Kanal an. Inzwischen ist es echt ein guter Kollege von mir geworden, den ich übers Let's Playing kennengelernt habe. Das ist jetzt schon wieder, wie lange ist das jetzt schon her? Halbes Jahr oder so? Also schon recht lange. Naja, und er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen und wie gesagt, schaut euch mal seinen Kanal an, wenn ihr wollt, und wenn nicht, dann lasst es. Oh. Hier ist aber viel. Das schreit ja förmlich nach Jag mich hoch. Wir können da doch eine Granate hinschmeißen, oder? Ja. Das war die Tankstation. Und unser Aurora steht da echt dämlich. Okay, wir werden nicht gesehen. Nett. Doch, jetzt werden wir gesehen. Auf jeden Fall. So, okay. Alles klar. Ja, dieser Teil ist Surreal LP gewidmet. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie wir am besten zu Skylar kommen. Und ich glaube, ich werde in diesem Teil dann nur noch zu Skylar fahren, sobald ich dann damit den Teil beenden und die Mission dann in einem neuen Teil starten. Fuck, wir müssen nach Saarbrücken, oder? Nee, doch nicht. Ey, wo ist Skylar? Da unten... Ach du Scheiße, da unten ist Skylar. Ja. In diesem Teil fahre ich nur noch zu Skylar. Ist mir egal. Das heißt... Wow. Sorry. Und da sind wir schon wieder entkommen. Wenn ihr nicht sehen wollt, wie ich zu Skylar fahre, dann schaltet am besten jetzt ab. Ich hoffe, euch hat der Teil trotzdem gefallen. Wer es noch sehen will... Genau, es gibt ein bisschen Freeplay da... Da fuck? Was war denn mit dem Panzer los? So, steig mal aus. Ey, du hast... Alter! Asoziales Mistkind.
So. Fuck it. Hä? Hä? Sean, was ist denn los mit dir? Alter, du bist so bekloppt, ne? Oh oh. Was sollte das denn jetzt uns unser... Toll, unser Auto riecht. Unser... Oder wie Surreal LP sagen würde, dein Necronlord stinkt. Weil da Fliegen um den rumfliegen. Fliegen, mit Fliegen über Fliegen, 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 Fliegen über Fliegen her. Unser Auto dampft, wollte ich sagen. Er raucht. Es ist... Ach, Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Schlängelbahn. Okay. Der Teil ist Surreal LP gewidmet zum 256. Male. Guckt euch seinen Kanal an, wenn ihr wollt. Ich hab ihn gern und ich grüße dich herzlich, Surreal. Genau. So, okay. Damit wäre das auch geschafft. Und da hinten ist ein Zeppelin am Himmel. I wanna fly, fly to Skylar. Weil fahren dauert mir zu lange. Obwohl unser Aurora ja schon relativ schnell ist, vor allem wenn ich jetzt noch Nitro dazugebe. Oh oh. Wenn nicht, baue ich gleich wieder einen Unfall. Ach du Scheiße, was geht denn hier? Nee, für euch bremse. Ein Herz für Nazis am Arsch. Für euch bremse ich nicht. Na, was? War denn das? Ein Bürgersteig oder woran sind wir jetzt hängen geblieben? Na super. War. Ich glaube fast, das war jetzt sogar meine Schuld. Ich wollte einen Knietro auslösen, aber ich glaube, ich habe mich aus dem Wagen rausspringen lassen. Ich bin so ein Idiot. Okay, Leute. Habe mich gerade umentschieden. Ich beende jetzt den Teil, weil ich werde jetzt auch nicht mehr viel machen. Wenn ich irgendwas hochjage, dann sage ich euch das. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil bei Skylar wieder. Und vorher fahre ich nochmal gegen den Baum. Danke fürs Zusehen bei diesem Teil von Let's Play Saboteur und ich sage tschö, tschö.